Nietzsche will mal wieder Angst und Schrecken verbreiten und schwurbelt sich ein ab, das nicht zu fassen. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Jetzt aufhört mit Politik und mir so Krypto-Trading verkaufen möchte. Das gilt dann nicht mehr, denn Sparen wird abgeschafft. Sorry, wusste ich nicht. Die Memo habe ich nicht bekommen. Aber erzähl weiter. Und damit auch die Vorsorge fürs Alter oder für schlechte Zeiten. Ein willkommener Nebeneffekt der Bargeldabschaffung. Das ist halt eine Lüge, Alice, und das weißt du. Keiner spricht von Bargeldabschaffung. Das Einzige, was jetzt festgesetzt wurde von der EU, ist die Obergrenze von 10.000 Euro für Bargeldgeschäfte ab 2028. So, Frankreich hat diese Regelung schon lange und da ist die Grenze bei 1.000 Euro. In Italien bei 5.000 Euro. Und soweit ich weiß, kannst du auch in Deutschland nicht mehr als 9.999 Euro bei einer Bank einzahlen, ohne dass du nachweisen musst, wo das Geld herkommt. Ich glaube, auch bei Überweisung ist das so. Wir reden hier von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche und vor allem Steuerhinterziehung. Wenn sich die Leute beschweren, ich kann hier nur noch mit Karte zahlen in meinem Café. Ja, A, besser für das Café, weil kein Bargeld gehandelt werden muss. Man muss seinen Mitarbeitenden weniger vertrauen und man hat halt sehr viel weniger Verwaltungsaufwand und es ist keine Steuerhinterziehung möglich. Wenn du hier in Berlin irgendwo essen gehst und da steht No Card Payment, dann ist uns allen klar, warum. Der Staat erhält die Kontrolle über alle Einnahmen und Ausgaben seiner Bürger. Warum? Weil ich dem Staat meine Kreditkarte gebe oder weil ich dem jeden Monat meine Kreditkartenabrechnung schicke? Der Staat hat damit nichts zu tun. Diese Geschäfte finden zwischen mir und der Bank statt. Wenn das Finanzamt Geld von mir möchte, dann kann es sein, dass sie sich da mal einmischen. Aber das ist auch richtig so. Bis ins kleinste Detail. Wie viel der Konfirmand von seinem Patenonkel zugesteckt bekommt, welche Lebensmittel dieser Onkel kauft und ob die auch gesund sind, aus fairem Anbau, vegan, welche Zeitungen er liest und welche Filme er sieht. Rechte oder die richtigen? Genau mein Humor. In einer Zeit, in der jeder mit einem Smartphone rumrennt, einen Facebook-Account hat, einen TikTok-Account hat. Wenn ihr das hier seht, dann habt ihr einen TikTok-Account. Ein Internet zu Hause benutzt und seine Daten freiwillig überall preisgibt. Am besten noch mit einer Payback-Karte rumrennt, damit die Supermärkte genau wissen, was ist denn das? Also A, findet das alles nicht statt? Ja, den Staat interessiert einen Scheiß, ob du die Bio-Eier kaufst oder nicht. Aber wie gesagt, du verteilst doch deine Daten heutzutage freiwillig überall. Im Vergleich zu diesen Möglichkeiten war Orwells großer Bruder ein kleiner Schlüssellochgucker. Habt ihr dieses selbstgefällige Lachen gesehen? Spul doch mal zurück, wenn nicht. Deshalb ist es höchste Zeit, unser Bargeld zu schützen. Wovor willst du denn unser Bargeld schützen? Vor der Waschmaschine? Davor, dass es jemand bemalt? Davor, dass es jemand als Klopapier benutzt? Davor, dass ich es in der Hose vergesse, die ich dann ein halbes Jahr in den Schrank hänge und mich dann nach einem halben Jahr freue, dass da noch ein Fuffi in der Tasche ist? Wovon redest du? Und damit unsere Freiheit, die Grundlage für ein selbstbestimmtes und würdiges Leben. Ja, Bargeld ist super viel Freiheit. Also jetzt mal im schlimmsten Fall, hier bricht ein Krieg aus, dann ist das Bargeld, also diese Papierschnipsel, auf denen Zahlen stehen, genauso wenig wert wie ein Toilettenpapier. Bargeld muss Verfassungsrang erhalten und im Grundgesetz verankert werden. Das Gesetz über die Bundesbank, in der Euronoten als einzig unbeschränktes gesetzliches Zahlungsmittel festgeschrieben sind, reicht nicht aus. Doch, tut es. Denn das Ende des Bargelds würde nicht in Berlin beschlossen, sondern in Brüssel und in Frankfurt bei der EZB.